Haben Sie, verehrte Damen und Herren, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr erfreulich für uns, wieder in Burghausen zu sein. Das letzte Mal auf dieser Bühne war ich mit einer anderen Gruppe, die aber auch Greg, wo auch Greg dabei war. Das war 2001, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe das sehr, sehr stark in Erinnerung gehabt, weil das ist eine spezielle Atmosphäre in Burghausen. Jedes Mal ist das warm, ist das irgendwie. Danke. Dado Moroni aus Italien. Ja, und ein Freund, der mich begleitet seit mehreren Jahren, Greg Osby. Ja, am Bass. Ist es schwierig, wie kann man eine Legende vorstellen? Das ist nicht einfach. Es ist, ich kann nur etwas erzählen. Ich erinnere mich, als ich ein ganz junger Trompeter in New York war, ging es zu einem Konzert von Ron Carter. Es war sein Quartett, habe ich gedacht, wer spielt dann da? Und ich habe gemeint, er spielt Bass. Nein, Ron Carter hat tatsächlich Cello gespielt, aber am Bass hatte er einen Bassist und das war Buster Williams. Am Schlagzeug, ich glaube, sie braucht wirklich keine Vorstellung. Sie ist
Sie ist eine, für mich eine der besten Schlagzeuger, den ich hier gehabt habe in meinem Leben. Ich habe mit vielen Schlagzeugern gespielt, glauben Sie, ich bin bald 75. Seit fast 55 Jahren auf der Bühne sind mehrere Schlagzeuger, unter anderem auch Elvin Jones, Billy Higgins und so weiter, Daniel Lumière. Ich muss sagen, ich liebe besonders diese Spiele, das ist Terry Lynn Carrington. Ich muss meinen Sohn vorstellen. Mein Sohn vorstellen ist nicht so einfach. Ich habe eindeutig einen Interessenkonflikt. Ich sage seinen Namen, Gianluca Ambrosetti. Danke schön.